Im heutigen Coffee Break geht es um die Frage, wie erkennst du einen guten Vermögensverwalter? Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Gründer und CEO von True Wealth. Wenn du das Geld an einem Vermögensverwalter anvertraust, willst du sicherstellen, dass du richtig ausgewählt hast. Aber was sind Kriterien, um die Spreu vom Weizen zu trennen? Für mich das wichtigste Kriterium mit ist Transparenz. Ein Vermögensverwalter wird dir, nachdem er deine Risikotoleranz mit dir besprochen hat, einen Anlagevorschlag machen. Und in dem Anlagevorschlag sollte er hoffentlich Auskunft darüber geben, welche Anlageinstrumente, dass er dir vorschlägt und mit dir mit dem Portfolio aufbaut. Und wichtig dort ist, dass er dir ausweist, was die Anlageinstrumente kosten. Nicht was der Kaufpreis ist, sondern was das laufende Halten von diesen Instrumenten intern an Kosten verursacht. Man nennt das TER oder Total Expense Ratio, Gesamtkostenquote von diesen Anlageinstrumenten. ETF haben tiefe TERs, aktiv gemanagte Fonds haben höhere TERs, sie können 1% sein, 2% pro Jahr. Wichtig ist, dass du da Transparenz hast, dass es dir zeigt. Das zweite ist Retrozessionen, kurz Retros. Verwendet der Vermögensverwalter Retros und wenn ja, was macht er damit? Behaltet er sie selber oder gibt er sie dir weiter? So oder so sind Retros ein Problem. Warum? Wenn ein Vermögensverwalter Retrozessionen überkommt, vielleicht muss ich kurz erklären, was das ist. Retrozessionen sind eine Art von Kickback, wo der Vermögensverwalter überkommt, wenn er Anlageinstrumente von anderen Anbietern einsetzt. Also zum Beispiel aktiv gemanagte Fonds ist es üblich, dass der Produkthersteller am Vermögensverwalter, wo sie einsetzt, ein Kickback gibt. Kann sie am Anfang beim Kauf, kann sie Bestandeskommission jedes Jahr. Und warum ist das so schlecht? Weil das bringt den Vermögensverwalter in einen Interessenskonflikt. Die Aufgabe des Vermögensverwalters ist ja, die besten Anlageinstrumente für dich auszusuchen. Wenn er aber von bestimmten Anbietern etwas überkommt oder wenn er für teure, aktiv gemanagte Produkte mehr Kickback überkommt, kann er eigentlich die Aufgabe gar nicht richtig wahrnehmen und hat einen Interessenskonflikt. Etwas Ähnliches ist auch, wenn der Vermögensverwalter eigene Anlageprodukte einsetzt. Also wenn der Vermögensverwalter selber auch Fonds anbietet und diese im Vermögensverwaltungsmandat einsetzt. Warum? Da fließen zwar keine Retrozessionen, aber der Interessenskonflikt ist ähnlich, wie wenn Retrozessionen da wären. Weil wenn ein Vermögensverwalter für eine bestimmte Anlageklasse ein eigenes Produkt hat, warum soll er dann noch ein fremdes einsetzen? Und wichtig ist, dass der Vermögensverwalter wirklich immer für jede Anlageklasse den Markt absucht und schaut, welcher Anbieter hat für die bestimmte Anlageklasse das beste Produkt. Andere Kriterien sind natürlich auch Kosten. Also was kostet das Vermögensverwaltungsmandat? Aber viel wichtiger als das sind eigentlich die versteckten Kosten. Und dort die grössten Posten sind oft die FX Markups. Also was passiert bei jedem Fremdwährungswechsel? Weil Anlageinstrumente sind oft nicht in Schweizer Franken, sind in Dollar, in Euro, im British Pfund und so weiter. Und dann fallen die Fremdwährungswechsel an. Und der Vermögensverwalter, wenn er selber eine Bank ist, hat er dort einen Aufschlag. Wenn er nicht selber eine Bank ist, hat er vielleicht mit der Bank eine Abmachung, dass die Bank ihm etwas zurückzahlt und dass dafür der Währungswechselaufschlag so und so gross ist. Und das siehst du nicht, das wird nicht ausgewiesen, aber es schmälert bei jeder Transaktion deine Rendite. Und wichtig ist, dass du dort Transparenz hast. Also wie gross sind die Währungswechselaufschläge? Genau gleich wie mit den Retros und mit den anderen Gebühren. Macht einen transparenten Vermögensverwalter, der auf Anlageinstrumente mit Retrozessionen verzichtet, für dich jedes Jahr eine bessere Rendite als ein nicht so transparenter Vermögensverwalter? Nicht jedes Jahr. Aber Transparenz ist eine Indikation dafür, dass er dazu schaut, dass die Kosten für dich tief behalten und dass er keinen Interessenskonflikt hat. Und langfristig hast du mit dem bessere Chancen für eine bessere Rendite als mit einem Vermögensverwalter, der da intransparent ist. Was sind deine Erfahrungen mit Vermögensverwaltern? Zeigt dir dein Vermögensverwalter, was in deinem Portfolio ist? Weist dir die TERs, die Total Expense Ratios, aus? Und nimmt er Retrozessionen? Und wenn ja, gibt er sie dir zurück? Das würde mich interessieren. Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir auf felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.